So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Heute wollen wir anfangen mit der Automatisierung gewisser Sachen. Dazu haben wir alles, was wir benötigen, eigentlich hier drinne. Und zwar, wir bauen uns... Was haben wir hier dahinter? Das Kistenlager, gut. Dann ziehen wir uns hier mal ganz kurz eine Wand rein, damit wir wissen, aha, da ist Stopp. Wir brauchen, haben wir schon die Teile? Ja, die haben wir auch. Wir haben wirklich alles hergestellt, nice. Wir brauchen das Teil und das Teil als erstes. Also, als erstes der Container. Wo bringen wir den jetzt an? Ich würde ja mal behaupten, hier. Dann können wir jederzeit daran. Einmal drehen, danke. Dann brauchen wir den Generator. Den switchen wir mal in Baumodus. Wir müssen gucken, dass die Batterien direkt auf das Fließband gehen. Das ist nämlich sehr wichtig. Jo, das passt so. Dann kann der hier raus. Dort eine Zwischenwand. Genau, dann kommt hier noch eine hin. Dann brauchen wir den... Was ist denn das? Das Breeding-Ding, das ist zum Tierepaaren da. Einmal in Baumodus. Der muss jetzt dahin. Der ist definitiv zu nah dran. 5, Baumodus. Hallo? Dahin. Ist das? Jo, das passt. So, jetzt haben wir hier hinten natürlich Platz. Das machen wir ganz einfach. Das wird alles weggemacht. So, so und so. Dann kommt hier noch eine Zwischenwand hin. So. Und komm, da kommt auch noch eine hin, dass sich die Sachen nicht wirklich verschieben. Ich könnte im Grunde auch Zäune da reinbauen. Haben wir da nicht noch welche? Oder habe ich die alle verkauft gehabt? Ja, die habe ich verkauft. Shit. Zaun würde da definitiv besser kommen. Wo haben wir den? Hier. Ich brauche Holz dazu. Ich würde mal sagen, ein Zaun reicht eigentlich vollkommen aus. Wir machen aber mal 5. So, und derzeit wie die Zäune durchrattern, setzen wir hier jetzt die ersten Bälzen. So, die 5. Der Pfeil zeigt natürlich an, in welche Richtung die arbeiten. Das ist sehr gut. Nein, du musst in die Richtung gehen. So. Und so. Die sind jetzt fertig. Die nehmen wir gleich direkt mit. Autosave. Ja, war wieder arschklar. So. Die Nummer 6 einmal in den Baumodus. Danke.
Jetzt muss ich aufpassen. Das muss dahin. Genau. Können wir hier noch vielleicht einsetzen? Nee, der überlappt sich mit der Belt. Also dort nicht hin. Hier kommt jetzt der eine große Kochtopf hin. Okay, Moment. Das muss ich jetzt ein bisschen abstimmen hier. Einmal drehen. Jetzt brauche ich dort noch mal ein paar Bodenplatten. So, dann der Pott. So. Okay, und da habe ich schon den ersten Fehler eingebaut. Die kommt wieder weg. Das Teil kommt weg. Da kommt nämlich jetzt unsere erste schräge Belt hin. So. Die 5. Dann in diese Richtung. Hier unten können wir wieder zubauen. Und ja, auch dort, das nimmt keinen Einfluss drauf. So, einmal sneaken. Na, ab wo kann ich dich bauen? Ab da. Okay, und da oben drauf kommt auch nochmal eine Belt. Ihr ahnt es sicherlich schon. Kann ich das hier irgendwie verstecken? Kann ich da eine Mauer bauen? Ja, können wir. Sehr schön. Dahin. Dahin. Dort hin, dass die Tiere auch wirklich dann da reingehen. So und so. Da. Und da. Dann brauchen wir unsere Tierchen. Ja, muss ich so machen. Das und das hier brauchen wir. So, die 7. Das ist der Pfeiler, den setzen wir. Baumodus. Einmal schön mittig hier hin. Dann kommt dieses Gerät. Das sorgt dafür, dass Sachen angezogen werden in einem bestimmten Intervall. Dann hört es kurz auf. Und dann wird wieder angesaugt. So, hier, das braucht man. Hier kann man in den Container reingucken. Ihr seht, da ist nicht wirklich viel Platz. Aber immerhin besser als gar nichts. So, und jetzt fangen wir an. Tier Nummer 1. Tier Nummer 2. Die werden, gepaart. Der Ansaugmechanismus ist nur da, dass die Batterien auch hier reingesaugt werden. Weil ich unter dem Generator keine Belt bauen kann. Sonst würde der hier reingesaugt. Ja, ihr wisst schon. So, das erste Schäfchen haben wir schon da. Du sollst aber bitte in den Generator gehen. Und nirgendwo anders rein. Okay, das hängt jetzt da fest. Und das erste Tierchen ist drin. Ihr seht's. Ich werde das wohl noch ein Stückchen zur Seite schieben müssen. Deswegen bin ich froh, dass ich noch genügend Bälle habe. Die kann man jetzt einfangen, ohne dass die wieder rauskommen. So, da ist das nächste Schaf. Und das ist jetzt ein laufender Prozess. So, und da auch hier gerne mal ein paar Tierchen sterben, werden wir hier... Machen wir das hier? Ja. Auch noch eine Saugstation anbringen, die dann das Fleisch und die Wolle alles hier ansaugt.
lass mich raus da. Wow. Nächste Schäfchen einfangen. Und noch ein Schäfchen einfangen. So, ihr seht's. Das erste Schäfchen ist tot. Das nächste müsste da gleich reingehen. Sag mal, lass mich da hoch. Na, Schaf. Warum willst du da nicht rein? Ja, okay. Und ihr seht, ich habe es euch ja zum Anfang gesagt, es wird noch das ein oder andere Problem geben. Das wird immer passieren. Ey, hier bleiben. Kann ich das Schaf? Ja, das kann ich auch einfangen. So, dann müssen wir das nochmal ganz kurz abbauen und ein bisschen anders platzieren. Und jetzt ist die 6. Einmal in den Baumodus switchen. Da. Jo. Und die... Nee, die 5 war das. 1, 2. Gucken wir mal hier rein. Die ersten 4 Batterien sind hier drin. Sehr nice. Jetzt steht das ja noch beschissener da. Aber... Sie spawnen direkt da drinnen. So muss es sein. Dann haben wir hier noch ein paar Schäfchen als Ersatz. Das sind 4, das sind 5. Wollen wir mal gucken. Und die Schafe, die jetzt hier hinten spawnen, kommen natürlich auf die Belt, gehen hier rein, ab in den Pot und werden verarbeitet. Die Wolle und das Fleisch bleibt hier drinnen. Das Fleisch wird weiterverarbeitet und das ist dieses Essen, was ich dann verkaufen werde im Markt, weil das bringt auch gut Geld, wenn man es so nimmt. Und ihr seht hier, die Schafe florieren. So, jetzt müssen wir hier kurz stehen bleiben, um zu gucken, ob das auch so läuft, wie ich das gerne hätte. Und das ist das erste Schaf, was, ja, gleich verarbeitet wird. Na komm. Und tschüss. Schäfchen war down. Jetzt kommen wir hier mal kurz. Ihr seht es da oben. Es wird Essen zubereitet. Normales Fleisch, Wolle. So, das normale Fleisch wird zudem verarbeitet. Und ja. So, und ihr seht, Schaf down. Normalerweise müsste dort jetzt das nächste Schaf reingehen. Da sind sogar welche drinne. Ja, gut. Warum bleiben die Schafe aber nicht da drauf? Und werden hier reingesaugt. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ey, bleib bei mir. Das irritiert mich jetzt, denn bei mir auf der Singleplayer-Map, auf meiner privaten Singleplayer-Map, habe ich das auch schon gebaut. Und da läuft das wirklich ohne Probleme. Geh in den Baumodus. So, mittig bist du auf... Bist noch... Hä? Egal. 5. Rein da. Rein da. Auf jeden Fall die nächsten 4 Batterien. Wir müssen jetzt 8 Stück hier drin haben. Jo. Da müssen wir doch noch mal lunzen. So, erste Schaf ist drinne.
können wir den Pott hier ganz kurz leer machen, ne? Können wir auch mal ganz kurz gucken, was das jetzt im Markt bringen würde. Das bisschen, was wir bis jetzt haben. Wo haben wir's? Da und die Wolle. Und wir sind schon bei 13.000 Gold. Also, ja. Das lohnt sich doch. Hallo? So. Ich muss jetzt nur noch dafür sorgen, dass die Schafe auch wirklich immer wieder in die Breeding Machine gehen und da bleiben, ne? Weil das halt, ja, die müssen halt da oben laufen und dann auf diese orangenen Teile gehen. Mehr als genug Schafe haben wir ja. Und ich wüsste auch nicht, wie wir das irgendwie automatisieren, dass die da reingeswitcht werden. Und da war das nächste Schaf drinne, die nächsten zwei. So, alles wird hier natürlich nicht angesaugt, wie man sieht. Das Schaf mit der Batterie ist gleich down und da wird gleich das nächste reingehen. So. Das nächste ist drinne. Ja. Wieder 12 Batterien, die kann man gleich rausnehmen, die brauchen wir alle. So. Zwar wird mir das irgendwann auf den Sack gehen, die Geräusche, aber kann man nicht ändern. Das nächste Schaf geht in den Kochpott und wird verarbeitet. Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Schafproduktion, eine Batterieproduktion und Wolle- und Essenproduktion. Wobei das Essen eigentlich nur verkauft wird. Ja. Ich bleibe jetzt hier nur noch mal stehen, um zu gucken, ob die nächsten Tiere da reingehen. Ich hätte zur Not hier noch ein paar Schafe. Drei sind 6 Stück. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. So, die Level 1er Schafe müssten gleich down sein. Ja, und die nächsten Schafe sind drinne. Nice. Das heißt, wir haben jetzt eine Woll-, Fleisch- und Batterieproduktion. Das heißt, die tun wir erst einmal hier reinmachen. Ja, das hier brauchen wir dann für die nächste Automatisierung. Ja, also wir haben unsere Batterie und weiß ich nicht was, Produktion jetzt gestartet. Passt, wackelt und hat Luft. So, in der nächsten Folge werde ich dann Weizenfelder automatisieren. Und nicht nur Weizenfelder, auch... ja, die anderen Felder, die wir gecraftet hatten. Allerdings muss ich... Ja, da müssen wir das dann mal in einer Folge testen. Ich habe noch nicht einmal hinbekommen, dass die Seeds automatisch gepflanzt werden auf diesen Feldern. Irgendwann werden wir uns auch noch eine automatische Baumfarm bauen. Und... ja. Irgendwann. So, wenn euch das Video aber bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.